Mein lieben Schlingelses, mein lieben Schlingelinen, ich grüße euch. Es geht weiter. Heute wieder mit einem Quick-Event, denn es ist Sonntag. Bei mir zumindest, bei euch nicht, das ist mir schon klar. Heute findet in Pokémon Go das Rauch-Event statt und das werde ich streamen. Wie lange, weiß ich noch nicht. Ist für euch aber auch irgendwie egal, denn es ist ja schon rum. Ne? War ja schon gewesen. So, ich sehe ein paar da. Aha, guter Mann. Ehrenmann. Ja, nee. Bombuschki. Ja, guter Mann. Kann man wieder abfarmen. Gefällt mir. Ach ja, echt jetzt? Ich hasse es, wenn ich an so einer kleinen Steinmauer verzweifle. Als würde ich an einer Steinmauer verzweifeln. Ui, oh, ui. Oho. Da war ja einiges los hier. Ja, ich habe halt die wertvollsten Ressourcen. Bekannt im ganzen Land. Unglaublich. Ja. Immer weiter. Immer weiter. Ja, da ist einiges zu holen. Sehr schön. Nicht aufhören, nicht aufhören. Alles weiter, alles weiter. Ich habe noch Soldaten, alles weiter. Jawohl, so lobe ich mir das. Ja. Komm, Anna noch. Jawohl. Bis auf einen verlorenen Kampf. Schande und Asche über mein Haupt. War das ein sehr guter Run. So, dann locken wir mal ein Heldchen an. Machen wir den nächsten. Wie gesagt, ich habe mir letztes dazu entschieden, die Zeitmaschine nur dann... Oh, wir haben verloren. Oh. Echt jetzt? Oh Mann. Die Zeitmaschine will ich halt erst ausbauen, sobald ich die Zeitmaschine voll habe. Ich glaube, wir müssen hier ein wenig investieren. Aha, das war es aber leider auch schon. So, leider haben wir nicht mehr, aber das war jetzt natürlich doof, wenn man dann gleich zwei Kämpfe verliert. Aber gut, kannst du manchmal nicht erinnern, ist halt einfach so. In den Läden gibt es leider nichts für uns. Dann versuchen wir sie hier. Sehr schön. Ja, ne? Läuft. Dann wollen wir hier mal ein paar Treibsanduhren absahnen. Jawohl, genau so. Da haben wir nämlich schon alles reingeholt, was wir jetzt hier ausgeben werden. Obwohl Seelen, da war ich ja... Ah, na klar, natürlich nicht. Dabei war ich jetzt gerade so low an Seelen. So ein Pech. Oh. Er hat so Mitleid mit uns. Das ist eigentlich so netter, der Würfelspieler. Der ist so nett eigentlich. Da wird sogar seine eigene Mutter verwürfeln. Das glaubst du aber. Der alte Schelm. Na, schade. Ich würde sagen... Nee. Wir spielen jetzt mal durch. Wir ignorieren gerade mal die Flimmerkiste. Ich hätte jetzt gesagt, komme ich mal als erst die Flimmerkiste und dann schauen wir mal weiter. Aber nee. So, lieber Rangadang. Hat manchmal so echt gute Versuche dabei. Wo du denkst, oh ja, könnte was werden, aber irgendwie doch nicht. So, Licht 91. Ich bin eigentlich mit allem drüber. Ich versuche sogar mit Erde. Ich wollte gerade mit Pflanze sagen. Da war ich gerade in einem leicht anderen Universum unterwegs im Kopf. So, wir kommen zur letzten Ebene des ersten Akts, der Knochenkönig. Hui! Das wäre es ja jetzt gewesen, ey, wenn der Typ ein One-Shot gewesen wäre. Du kannst nichts, du Noob. Entschuldigung. Ich bin wieder voll da, alles gut. Das war ein kleiner Ausraster, das muss mal passieren. Da wollen wir mal schauen, ob wir dem guten Roman heute ein bisschen was antun können. Aber auch hier, eigentlich wie immer bei den ganzen Raids, bei den ganzen Dungeons, ohne Crits wird's kritisch. Für uns.
Ja, gut. Oh. Ich finde halt ein bisschen komisch, dass die Anzeige jetzt momentan immer rumbuggt, wenn da der Reheal kommt, dass sie da so hin und her flackert. Stört ein bisschen. Ja, das war's. Okay, das war mir schon klar. Macht aber nichts. Wir klicken uns mal schnell durch. Wie gesagt, Terminplan ist heute wieder voll. Ich hänge auch noch ein klein wenig in den Seilen. War gestern Abend noch beim 30. Geburtstag meiner Schwester. Ich habe zwar nicht getrunken, aber bin relativ spät erst heimgekommen. Folgerichtig war nicht so wirklich viel Schlaf. Und der alte Mann braucht Schlaf. Aber gut. Hab mich dann gegen Schlaf entschieden, sagte nein. Bevor dieses Event anfängt, will ich noch schnell aufnehmen. Denn die Alternative wäre gewesen, ja gut, ihr kriegt heute kein Video. Ist natürlich auch immer eine Option. Aber gesagt, nee, komm. Das gönnst du dir mal. Gönnst dir mal wenig Schlaf, warum nicht? Also, die sind nicht so schön, aber die hier. Ja. Oh, ein Zitrönchen. Na, das ist doch super. Das nehmen wir doch gern. Naja, besser als nichts. So. Ja, nehmen wir die hier. Als Früchte bei, als bei. Wenn alle drei Missionen total für den Popo sind und du dann da stehst und denkst, ah, come on, welche nehmen wir denn jetzt? So, gönnt. Oh, Level Up. Level 227, jawohl, es geht voran. Ich finde es echt erstaunlich, wie der kleine Non-Pilz-Account hier doch recht gut vorwärts kommt. Das gefällt mir echt ganz gut. Da habe ich wirklich mit einem sehr, sehr viel schleppenderen Verlauf gerechnet, ehrlich gesagt. Aber man sehe, höre und staune, der Kleine wird flügge. Es läuft. Ah, das ist alles jetzt doof, muss ich sagen. Na, nee, nehmen wir die kürzeste, um zu gucken, dass wir noch möglichst viele Quests mit möglich guten Belohnungen rausholen. Da. Sehr schön. Ah, komm, nimm mal die längere. Es gibt ja eine Waffe. Ne? Wenn man Waffen kriegt, ist immer gut. Ah, verdammt, ich wollte den. Egal. Da war jetzt die Überlegung, auf 1000 Gold verzichten und eine Treibsanduhr nehmen oder jetzt den, die mit Helm nehmen und 1000 Gold mehr zu nehmen, plus der Helm, der verkauft wird, war dann doch irgendwie lukrativer. Auch wenn ich nach dem Annehmen ganz kurz gezweifelt hatte, ob das die richtige Idee war, aber naja. Manchmal muss man einfach dazu stehen, dass man für Mumpitz und Vierelefants macht. Das ist halt einfach so. So. So, noch 5 Minuten. Entweder wir kriegen 2x 2,5 raus. So, hier wäre es 217. So sind es 94. Mal sehen, was wir als letzte Quest kriegen. Ja, hat sich leider nicht gelohnt. Aber was willst du machen? Ach komm, die Halbzeituhr kriegen wir eh wieder. So. Auf zur Stadtwache mit dir. Damit du mal was schaffst heute. Ist ja unglaublich. So, Bofuchs hätten wir sogar fertig gefüttert heute. Ja, das haben wir. Wir haben keine. Ach Quatsch, wir haben keine Krieger. Ich habe auch alle ausgebildet. Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier noch ein bisschen weiter und melde mich dann gleich wieder zum Abschluss, wie jeden Tag. Bis gleich. So, dann wollen wir den Tag wieder mal zum Abschluss bringen. Erfolg wird wie immer bei mir groß geschrieben. Das liegt halt daran, dass es so im Duden steht und das war es auch schon. Reden wir da nicht drüber. So, hier wird aber der Erfolg relativ groß geschrieben tatsächlich. Wir können morgen Bofuchs sogar schon dreimal füttern, das ist ideal. Wir schauen mal weiterhin, ob Rufus vielleicht mit einem Lucky Try legbar ist. Die Antwort lautet natürlich nein, wie auch sonst. Gehen wir nochmal zum guten Roman über. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden zu skillen. Ich werde dann morgen ein bisschen ausführlicher skillen. Ja, na schön. Er trifft kritisch. Ich bin froh, dass ich überhaupt treffe. Genau. Ja, genau das meine ich. Jawohl, das war ein überragend. Überragend. Anders, da kann man das gar nicht ausdrücken. Aha, dafür geht es hier ein bisschen weiter.
Wird dir auch Zeit. Naja, fast. Okay. Ausbilden und ab in die Unterwelt. Bisschen Seelen ernten. Und dann gehen wir auch schon in die Ehrenhalle. Rang 2242, da hat sich nicht wirklich viel getan. Die Gilde rutscht leider ein bisschen ab auf Rang 34. Die Festung auf 3220, da bin ich gerade dabei, mich ein bisschen hoch zu wuseln. Die Pets Rang 2108 und die Unterwelt 3464. Leider wieder nicht genug Lucky Coins, um überhaupt einen Freidreh zu kriegen. Schade eigentlich, das war nur die Flimmerkiste am Anfang und das war es auch schon. Ist ein bisschen ernüchternd, aber naja gut, das werde ich vielleicht überleben. Dann war es das auch schon wieder für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Grüßt eure Eltern, besonders Vater und Mutter. Wenn ihr niemanden seht, dann braucht ihr nichts zu sagen. Bis morgen.